So, wir gucken schon mal, wie die nächste Welt heißt. Das ist nicht die nächste Welt. Warum gibt es hier Two Yachtopus Dogs? Ooh, I'm wiped out. If only I had a smiley flower. Ah, ja. Sonst kommen wir wohl nicht weiter, wenn wir denen keine smiley flowers geben. Jetzt hat sich das auseinandergeklappt. Jetzt ist es ein fröhlicher Karton mit Armen. Ich glaube, die Spülmaschine ist nicht richtig durchgelaufen. Ich habe sie nochmal angemacht, aber das ganze Pulver ist drin. Das sieht nicht aus wie ein echter Pappkarton. Sieht nicht aus wie ein echter Pappkarton. Ich habe diesen fröhlichen Pappkarton, der war gerade noch nicht so fröhlich, habe ich gerade eine Blume gegeben. Eine von unseren acht? Jo. Und dadurch Möchtest du sind wir da weitergekommen. ein Craft Beer Pilz oder ein IPA? Auch wurscht. Craft Beer Pilz. Das IPA ist das passt zu andere. Yoshis Craft Universe. Yoshi's Crafted Beer. Der Jartopus Dog. Entschuldigung. Prost. Ich möchte kein Bier, vielen Dank. Wird schon Karo-Kaffee bekommen. Ich habe ja auch schon eine Schorle bekommen. Er liegt nicht mehr als Mein mir. Controller ist weg. Das kann sein. Ich kenne das ja auch schon länger. Bin sehr sicher. So, das war doch erfolgreich. Meint ihr, wir werden jedes Level so erfolgreich bestreiten? Ich denke schon. Ich habe. Sind so düster. Jetzt sind wir nicht mehr düster, oder? Ich dachte, wir sind noch düster. Was hast du? Ich habe ein. Dieser Fisch sieht so aus, als wäre er gebastelt und als würde er da hängen und die anderen Fische auch. Und das das die Hintergrundsachen da auch, diese Bäume oder was das da sein soll. Das sind diese Korallen. Korallen, oh ja. Ich habe gesehen, man kann im Mellow Mode, kann man, also man muss auch kein Mensch sein, um das Spiel im Mellow Mode zu schaffen. Du brauchst zwei Steine. Die kannst du einmal so nach rechts und dann auf den Sprungknopf gedrückt halten und dann kannst du Hast du das ein Video ganze gesehen? Level fliegen, ja. Man muss kein Mensch sein. Also auch wenn man zwei Steine ist, kann man im Mellow Mode Yoshi's Crafted Ich World würde wirklich sagen, niemand spielen. ist zwei Steine. So, sind die begeistert? Haben wir dicke Fs bekommen oder so, dafür, dass wir gleich mal hier abgeräumt haben? Für schnell genug ausbleibender Erfolg, spinnst du? Wenn ihr wisst, wie das Spiel. Was das Spiel gerne alles von euch hätte später. Wir gehen da jetzt einfach naiv rein wie die Yoshis. Die Yoshis gehen auch naiv in jedes Abenteuer Ja. mal. In Search of Gems, hör? So, die Story ist ein bisschen irrelevant. Let me see. Boah. Da ist es Jen. Ja. Ich bin nicht zu sehen, korrekt? Korrekt. Korrekt. Ist die Tür zu sehen? Nee. Man kann hier sehen, was man sehen kann. Doch, die Tür Doch, ist die ein Tür ist Teil ein der bisschen zu Tür, ist sehen. zu Aber sehen, aber nicht die, der Teil, wo man ich kann die durchgeht. Kamera verdecken, wenn Nicht du der das Teil, möchtest. durch den man geht. Das ist schon okay. Menkrabatt möchte unbedingt den Shell Jump sehen. Ach so, jetzt weiß ich, warum du nicht gesehen werden willst. Den Shell Jump. Was ist der Shell Das Jump? gibt es bei Mario, wenn man einen Panzer wirft und dann auf den Panzer springt, um über eine größere Lücke rüber zu kommen. Ach, wie der Mützenmove von So im Odyssey. Prinzip so ähnlich. Aber dafür brauchen wir erstmal einen Shell. Ja. Haben wir noch nicht gehabt. Nee. Many fish in the sea. Auch hier gibt es wieder acht Blümchen. Die werden wir uns jetzt alle schnappen. Schnapsen. Schnapsen gibt es später. Ja? Wenn du willst. Was denn? Ich habe immer noch alles da von aus der Zeit, als ich noch Alkohol getrunken habe. Wie sieht denn mit dem Popo wackeln? Da ist ein Kubi! Shell Jump! Soll ich mal Ja. schießen? Oh, da kommt er erstmal runter. Pass auf! Oh, ich dachte, das Okay. zerquetscht dich. Soll ich mal ballern? Ja, jetzt machen wir einen Shell Jump. Ja, da war der Shell. Und sogar noch hinterher mit dem. On top Dings. Das war wahrscheinlich so ein richtiger Shelter. Nicht wie schön das auch wieder ist. Ich habe immer noch einen Maul. Für alle Fälle. Wollen wir mal unten gucken, ob da noch. Ich, ja, Ja. zwangsweise. Ich bin da jetzt runtergefallen. Oh nein. Oh nein. Oha.
Was ist da? Ah, hier, was im Vordergrund? Schieß darauf mit deinem Ei. Diese Wolke, hast du die Wolke gesehen? Oh. Oh oh. Kann ich ihn nicht essen und dann schießen? Nee. Achso, ich kann dich nur spucken und nicht schießen. Ja, korrekt. Naja, es muss eine Erklärung geben, dass man von unten da durchspringen kann. Du hast recht. Wir brauchen mehr zum Schießen. Ja. Es gab bisher nur den einen, oder? Ne, da gab es ganz viele, aber wir haben die alle mit dem Kupi weggeschletzt. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Das klang schon wieder so, als hätten wir vier weggeschletzt. Ah, nein! I did not want this to happen. Da sind ganz viele Shy Guys. Aber es ist dir nicht völlig egal, diese Sachen zu sammeln. Du bist jetzt durchaus bereit, auch einen langen Weg zurückzugehen. Ja, klar. Sonst darfst du ja immer. Na, aber sonst. Warte. Wo du? Da. Na, dann hättest du doch da oben bleiben können. Guck mal hier. Cool. Naja, sonst zwingst du mich ja auch die ganzen Level mehrfach zu spielen. Will ich doch jetzt natürlich beim ersten Mal möglichst alles. Ja, ich zwing dich da nicht zu. Na doch. Nicht für, nach dem, was ich über dieses Spiel gehört habe. Wieso? Die Hölle. Darf Komm runter. Oh nein. Oh, ich dachte schon. Die Eier werden weg? Ja. Let's see. Oh nein. Ich bin ganz positiv. Das waren nur gelbe Münzen. Ja, wir brauchen aber ja auch da genug, um da ein Blümchen zu kriegen. Erstmal hatten wir das Dreifache. Du bist positiv? Ich bin positiv überrascht, dass das ganz gut funktioniert mit na, in den Vorder- und Hintergrund zielen mit den Eiern. Ja. Da habe ich, war ich bei den Videos mal ein bisschen zweifelt. Oha. Kugelschreuen. Was ist denn hier mit dieser Röhre los? Klopapierrolle. Ja, das ist auch eine Erklärung, warum das mit dem Kugelfisch da oben funktioniert. Das ist eine Klopapierrolle. Nee, aber das der würde einfach drauf hinfallen. Nee, da unten ist ein Stein drin als Gegengewicht. Ja. Das ist wie so ein Stehaufmännchen. Das geht? Ja. Kann ich auch mal bauen. Ja, ja. Kannst mal parallel versuchen, mit unserem Level nachzubasteln. Du Altkarton-Expertin. Altkarton oder Altkarton? Oh nein. Nein, ich will den haben. Oh, endlich Munition. Alt, alt. Was hast du? Guck mal, wie die Tür aufgegangen ist. Ja, wie ein echter Karton. Ich hab Mayhem angerichtet. Hm. Geh wieder hoch, wir wollen da drunter. Gut. Was ist? Nee, doch nicht. Aber es ist auf jeden Fall falsch zu sagen, wenn jemand diese Art von Spiel, unabhängig von der Optik, kein Interesse daran hat, würde er sich durch die Optik nicht dafür interessieren. Ja, danke. Das ist absolut richtig. Ja. Oh, das habe ich nicht gesehen, was. Naja, außer man findet es halt wirklich total niedlich. Guck mal, dieser kleine Oktopus-Thaddäus-Totenkopf da hinten. Oder so. Du musst gleich mal ein bisschen höher kommen. Hier ist was, was ich nicht anvisieren kann, wenn du so weit unten rumpimmelst. Und du solltest nicht so verschwenderisch mit den Kubis, mit den Dingern da oben. Ja. Was ist das? Oh, ich kann nicht mehr schießen, weil ich schon geschossen habe. Schieß darauf bitte. Oh, oh, oh. Es waren, in Wahrheit waren das nur Geistermünzen, die keine echten waren. Die haben nur den Lohn gebracht, wenn man sie sammelte. Ja, ist doch, kann ich mit leben. Hauptsache Lohn. Die Tür geht auf. Oh. Autsch. Es ist auf jeden Fall schön entspannt. Absolut. Oh, da kann ich. Das ist, okay, das ist eine, das war eine tödliche Pinata. Die Scheiße sitzen da auch schon wieder nur so. Tun gar nichts. Oh, oh. Jetzt müssen wir hier kurz verweilen. Wie kommen wir da unten rein? Da, 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 ich kann kriechen. Ich muss wirklich kriechen, das ist das erste, was man beim Yoshi-Spiel kriechen muss. Und das habe ich auch noch gleich weggeholt. Die Münzen haben die Form eines Fischs. Ein bisschen so biblisch hier, aber gut. Der Fisch ist biblisch? Naja,
Fischer fasste sich gerne in die Nase, sagte Jesus. Was? Warum? Wo ist der Bibelbezug? Naja, Christen, Fische. Symbol. Aber auf dem Auto. Das kennst du doch. Christen, Fische in die. Was? Nee. Hallo, das ist christlich. Christenfisch. Diese christlichen Fische auf Autos. Doch. Was? Du das auch noch? Ja. Die einfach nur so mit so einem Strichmännchen finden. Ja, genau. In einem Rutsch durchgemalt, so eine Fischform. Wie so eine Acht, die ein Fisch ist. Ja. So und eine offene Acht. Das haben Christen als ihr Zeichen? Ja. Was ist der Zusammenhang? Ich vermute Bibel, aber was weißt du nicht? Der Bibel wurde noch von einem. Ah, die ist weggeflogen! Oh, diese Sirene macht mich wahnsinnig. Ich dachte, das soll der urbane Sound sein, aber hier in der Unterwasserwelt ist der einfach fehl am Platz. Urban? Das ist nicht der Sound, das ist immer... Nee, davor war das so, die Stadt und dachte, das so das, halt das sieht so aus, als könnte man nach unten. Ja. Kann man bestimmt nicht, oder? Ich weiß nicht. Ja, das ist einfach, das sind einfach die Yoshis, die diese Geräusche machen. In dem ersten Yoshi-Spiel hat er noch anständige Geräusche gemacht. Und im zweiten wurde er dann so super niedlich. Warte kurz. Und seitdem ist er überall aber so. Aber das ist doch nicht niedlich. Doch. Soll ich da mal runter? Ja, vielleicht muss ich das dabei sehen. Könnt ihr das mal machen, das Geräusch? Guck auf den blauen. Auf den blauen. Ah nee, der macht... Nee, stimmt. Guck auf den anderen. Also wenn er flattert, macht er... Ja. Dann strampelt er sich ab. Und wenn er zielt, macht er... Das ist doch nicht niedlich. Nee, okay. So wie niedlich. Komm, ich geh auch mit dir zurück zur Blume. Oder ist sie nur ganz. Ach nee, komm, ist gut, du hast doch genug. Erstmal, hoffe ich. Also dieses Spiel regt auf jeden Fall an, dass man denkt: Ach, ich glaube, ich mach mal das Spiel aus dem Bastel, was eine Kappe. Ja, guck mal. Oh nein, oh wie gemein! Oh wie fies! Oh, da kommen noch mehr! Wie die Zombies. Ja, wirklich wie die Zombies. Vorsicht, oh, ich habe einen hinterher geschossen. Verzeihung. Oh, Verzeihung gefällt mir gut. Da kann ich dir gar nicht mehr böse sein. Wir hätten übrigens letztes Mal gar nicht auf gar keinen Fall mit Tropical Freeze anfangen sollen, dürfen, sondern mit New Super Luigi U zu viert. Zu viert? Das wollten wir doch eh machen. Oder mit Mario 3D World. Hätten wir zu viert spielen können und es wäre viel lustiger gewesen als Donkey Kong. Ja, das stimmt. Weil wir waren nicht klug. Nee. Und was lernen wir daraus? Nie wieder... Klüger werden? Schau, wie viel Freeze spielen. Klüger werden, ja, das ist... Da gehe ich mit. Sammeln die alle ein? Nein, doch. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich sie jetzt alle eingesammelt hätte. Ja. Aber das hattest du nicht gesagt. Nee, aber so schnell konnte ich auch nicht mehr irgendwie auf diese... den Quatsch da reagieren, dass wir dagegen gelaufen müssen. Ich weiß nicht, muss ich irgendwas ballern oder weiß nicht, was. Wir müssen beide hoch, damit wir das Ding in seiner Gänze sehen. Ja, da. Ich komme nicht ran. Wieso habe ich denn nichts zu werfen? Hier rechts vorne im Vordergrund. Ja. Ah, nee, wir können hier einfach laufen. Guck mal hier. Ach so, gut. Gut gesehen. Was passiert hier? Schnell, du nach rechts. Nice. Ich mach einen Krabbeneimer. Mach da auf, die Tür. Ich mach den Krabbeneimer auf. Nee, die Tür. Die blaue Tür. Oh, die geht gar nicht so auf. Einfach durchlaufen. Und alles freut sich und die Fische tanzen. Da hinten, was ist das? Eine tödliche Meerjungfrau? Was ist denn das? Hat die Haare als Brust? Das ist Sonntag. Haare als Brust? Und die hat doch den Kopf da, wo eigentlich sonst der Oberkörper ist. Das Goldene ist eine Haarspange oder sowas, meinst du? Und das Schwarze da, die Haare? Sieht sonderbar aus. Nee, warum nicht? Fehlt was in diesem Körper. Ja, vor allem, wenn es eine Meerjungfrau sein soll. Könntest du auch für mir auch noch alle Sachen wegzuessen? Ich bin der Blaue. Ach, hör auf. Du hast doch extra den rosa, den Orangen genommen, um mich zu ärgern. Ja, stimmt. Lass mich mal da absteigen, bitte. Ich bin doch derjenige, der oben drauf steht. Oh Gott. Okay,
Das war's mit der Golden Boy-Igkeit. Aber dafür haben wir alle Blumen. Jetzt kann man bestimmt aufs Dach, genau, das ist die richtige Idee. Schon 19 von den Munzies. Das Level nähert sich dem. Warte mal kurz, warte mal kurz. Können wir irgendwie rausfinden, wer jetzt wie viele Dinger hat, falls es doch nochmal eine Wolke kommt? 13, 20, 10 von 20. Ich du hast mehr, das heißt, das nächste Mal, wenn wir irgendwas finden. Wir haben schon wieder 345 gelbe Münzen. Ich glaube, wir haben einfach alle gelbe Münzen, die wir bisher haben können. Könntest du dich an diesen Freund nochmal irgendwie hier? Ja. Mhm. Irgendwie sieht mir der doch so. Wo kommt denn der Shelly her? Aus meinem Mund. Und jetzt tanzen sie zur Nacht. Das sind solche Pappteller. Mit Würstchen, also zum Würstchen essen. Ja, bei Kindergeburtstag hat man meistens Würstchen drauf bekommen. Ich bin tot. Stimmt, das ist eine gute Kindergeburtstag-Assoziation. Oh, keine Golden Boy-Igkeit. Auch nicht mal die 20. rote Münze. Ach so. Wo mag die gewesen sein? Sollen wir zurück? Ich hätte ja gedacht, dass hier schon im letzten Gebiet noch was ist, aber... Das ist eine Milchtüte. Ja, stimmt. Na, fühlst du dich inspiriert? Willst du wirklich zurück? Na, zumindest mal in diesem Bereich hier. Hier war ja sonst überhaupt nichts. Ich glaube wirklich, dass man hier viele Ideen zum Basteln bekommen kann. Nein, schon wieder derselbe Fehler. Das ist doch komisch. Ist das nur dieser nicht besonders herausfordernde Part hier? Ach nee, wie doof. Das sind tolle Schildkröten sein, das habe ich gar nicht gesehen. Die habe ich auch nicht gesehen. Da unten ist der Panzer hier durchgefahren. Ach nee, jetzt wirklich nochmal runter. Nee, ist gut. Schade. Die Musik erinnert mich sehr an die Seemusik von Mario Odyssey. Oder Seewelt. Ich kann mich an Dino. Keine einzige Musik aus Mario Odyssey erinnern. Du bist echt ein komischer Mensch. Wieso? Da ist auch die halbe Golden Boy-Igkeit dahin. Das ist auch, ja, macht er auch. Jetzt ist kein Unterschied. Pixel HD ist da. Hallo. Pixel HD. Hey, moin. Moin, moin aus. Hier gibt's keine Mods. Nee, wer will denn Mod werden von euch? Zeichen. YouTube erlaubt jetzt Links im Chat, nur für Moderatoren. Dann reden sie noch über die Geräusche. Man kann mit dem Flatterflug auch ohne Panzer. Egal. Was ist am Freitag? Gesundheit. Bikini unter Wasser. Ich verstehe es alles nicht. Mario Odyssey hatte super Mucke. Schießt die Tellerfische ab. Wir hätten die Tellerfische vielleicht abschießen sollen. Aber die waren so schön. Ach, du hast recht. Ja, ich habe das doch gar nicht gesagt. Nein, Miami. Ach so. Ja, das war stimmt. Die geht nicht nochmal zurück. Pirate Pier. Da gibt es sogar 9 zu sammeln. 9 Stück. Warum sind wir denn jetzt eigentlich bei den Jagdopus-Docks und nicht mehr auf Sunshine Island? Gab es nur ein Level auf der Sunshine Station? Ja. Weird.